Muss ich anfangen? Ja. Okay. Take 1! Damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist irgendwo hier hinten am Start. Genauso wie eine kleine Runde. Also, was heißt eine kleine Runde? Es wird eine mega lange Runde. Yu-Gi-Oh! Ganz viele Folgen. Wahrscheinlich eine komplette Woche nur mit Yu-Gi-Oh!-Folgen. Aber nicht alleine, sondern mit den Axios. Das bin ich. Dem Slay. Moin, Leute. Und einen ganz neuen Kameraden am Start, mit dem wir zusammen sammeln. Also, ich und der Axios zusammen sammeln. Das ist der Daiki. Jojo. Ein bisschen schüchtern. Oh, ist so süß. Das ist kompletter Schwachsinn, was ich gerade gelabert habe, das ist auch egal. Weil wir nehmen jetzt erst die Duelle auf und danach nehmen wir die Deckprofiling auf. Dabei machen wir erst die Deckprofiling und danach die Duelle werden hochgeladen. Aber es ist auch schon egal. Nein, okay. Ist egal. Ja, dann wünsche ich viel Spaß und eine Attacke, würde ich sagen. Wer mit was spielt, das werdet ihr bei den Deckprofilern gesehen haben und dann würde ich sagen Attack. Ja, dann machen wir das ganz normal, einfach mit Würfeln, ne? Jo. 1-1. Ja, komm, Alter. Ja. Du darfst anfangen. Alles klar. Achso, machen wir jetzt mit alten Regeln oder mit den neuen Regeln? Ich würfel die neuen. Ja, machen wir mit neuen, ne? Ich muss auch sagen, wenn du was machst, ne? So. Musste jetzt einfach mal sein. Ja, dann müsst ihr das okay. Immer so. Ihr müsst jetzt selber beobachten können, ob das gut ist oder nicht. Wächter Yathos als Spezialbeschwörung. Beschwörungsmönch. Effekt. Er hat gerade eine Zauberkarte abgeworfen. MS Tüll. Oh mein Gott. Ja, das hätten auch machen können. Wieder. Ich hätte noch einfach das Stativ da hinten auf den Tisch stellen können. Hätten wir natürlich noch besser. Können wir gleich machen. Können wir dann in der nächsten Runde machen. Ja. Ja. Oh mein Gott! Eine Karte verdeckt. Exit. Und mein Zug ist beendet. Gut. Dann darf ich. Ich ziehe. Jetzt einen eigenen Wächter Yathos doch annehmen. Jetzt einen eigenen Wächter Yathos unter deinem komischen. Ich hab ein schwarzes Loch. Oh. Ich hänge einer ab. Okay. Ja. Dann lege ich diese Karte verdeckt. Diese Karte verdeckt. Und einmal unser Verteidigungsmodus und beende meinen Zug. Yay, das war der perfekte erste Zug. Voll der Pro-Zug. Voll der Noob-Zug. Die Überlebende. Angriff. Meine Pyramidenschildkröte. Und ich rufe mir aus meinem Deck, rufe ich mir Elblatt im Angriffsmodus mit 2100 Angriffspunkten. Buch des Mondes. Damit mit der Ark ein Monster. Warte mal. Mehr. Aktiviere magischer Zylinder. Das heißt, du verlierst 2100. Bam! Bam! Oh. Bam! Fail! Bam! 2, 1, 0. So. Jo, dann bist du. Alles klar. So. Dann wechsle ich mit Illblatt in den Angriffsmodus. Aktiviere ihn. Das heißt, ich kann jetzt einmal pro Spielzug ein Monster vom Typ Zombie von meinem Friedhof oder von meiner Hand speziell beschwören. Ich special Tristan und rufe Mitsuki. Muss ich mal kurz mein extra Deck durchforsten. Mache eine Exis-Verbindung. Hol mir meine Ark. Aktiviere den Effekt. Ich hänge 2 ab, um mir deine Ark zu holen. Das Material von der Ark geht nicht mit. Okay. So. Und dann greife ich mit Illblatt deinen DD-Überlebenden an. Zumindest 300 und damit 2-1 direkt. Das sind 2400.
Und damit beende ich meinen Zug. Viele aktiviere Deckverwüstungsvirus. Vernichte meinen Illblatt. Ja, ab. Nur mit. Mehr als 1500 oder weniger. Den hier Großmeister Hanzo. Mhm. Effekt. Ninja Kunst der Verwandlung auf die Hand. Mhm. Spannend. Spiel sie verdeckt, du bist. Jo, ich aktiviere sie. Mhm. Opfere Hanzo. Und hole mir. Findest du uns einen Rock? Miau. So, dann aktiviere ich erstmal Zombie-Welt. Alle Monster auf dem Feld und auf den Friedhöfen werden zu Zombies. Es können keine Tributbeschwörungen mehr durchgeführt werden, außer von Typ Zombie. Lege eine Karte verdeckt. Ach ja, stimmt, geht ja gar nicht. Fail. Wenn ein Angriff. Ja, was mache ich? Was mache ich? Eine Pyramidenschildkröte im Angriffsmodus. Hm. Greife ich mit meiner Pyramidenschildkröte deinen Simok an. Kriegst. Verliert 1500 Schaden. Ja. Aber sein Effekt aktiviert sich. 1500. Das heißt, ein Zombie mit 1500 oder weniger Defense. Zack. Und ich rufe. Was rufe ich denn? Ich rufe meinen solchen verbreitenden Zombie. Mhm. Ich weiß schon, dass das damit nicht geht, ne? Das ist mir durchaus bewusst. Okay, gut, dann habe ich nicht. Ich aktiviere den Effekt von Mitsuki. Mhm. Verbanne ihn aus dem Spiel. Jo. Kann mir dafür ein Zombie-Monster von meinem Friedhof aufs Feld rufen. Rufe Illblatt. Jo. Aktiviere ihn. Hm. Sein Effekt. Beschwöre mir Tristan aufs Feld. Hm. Dann führe ich eine Synchro-Beschwörung durch. Zum Seuchenverbreitenden. Und Tristan. Das heißt ein 6-Sterne-Synchro. Mein Gojo-Wächter. Jo. Dann gehe ich über in die Battle Phase. Hast du schon. Stimmt, hatte ich schon. Okay, alles klar. Ja, dann beende ich damit erstmal meinen Zug. Findest du was, Moro greift Ölblatt an. Und ich beende meinen Zug. Und dann bin ich wieder dran. Dann, was kann ich als nächstes tun? Ich mach's jetzt ganz einfach, ich gehe in die Battle Phase. Teilflüsselkette auf Gojo-Wächter. Mhm. Aktiviere schwarzes Loch. Aktiviere den Effekt von der Arc. Mhm. Und beende meinen Zug. Jo. Alter. Bisschen mehr Action hier, Alter. Du bist ja, Action, was soll man denn jetzt großartig machen? Ich kann jetzt mal. Ja! So, ich rufe mir Zuki im Angriffsmodus. Mitsuki greift dein verdecktes Monster an. Ja. Und mit 2-1 greife ich dich direkt an. Ja. Und beende meinen Zug. Lebenspunkte noch. Die Überlebende, mhm, verbot eine Lanze auf die Ark und greift sie an. Ich verliere 800 Angriffspunkte. Das heißt 1-3. Verlierst 500.
und beenden. Oh, Nico. Dann bin ich dran. Jo. Aktiviere Aufschlagen und greife mit Zuki direkt an, mit 1700 und... Daiki hat verloren! Yay! Kannst du mal hinterscheiden. Das ist ja irgendwie mal gerade ein tierisches Wunder, dass ich... Sobald die Kamera läuft, weißt du. So, echt so, sobald die Kamera läuft. Ja, das war jetzt unser erstes Duell für die Runde. 1, 0. Wer jetzt nächstes spielt, kann ich nicht sagen. Ich hab davon nämlich keine Ahnung. Ich glaube, das hat der Skyline auch geschrieben. Das hab ich. Der Skyline schreibt. Der Skyline schreibt. Ja. Der Skyline schreibt immer noch. Der Skyline wird auch noch ein paar Tage lang schreiben. Okay. Jetzt komm ich und Stefan. Ui. Okay.